Hallöchen, ich habe heute meinen Kalender für euch und wollte euch mal zeigen, wie ich so den Kalender gestalte, beziehungsweise erstmal, was das für ein Kalender ist, wie der innen drin ausschaut und eben dann, was ich so gestalte. Ihr habt vielleicht mein Video von Oder nicht oder doch gesehen, mein Unpacking. Und wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr oder könnt ihr schon denken, was ich so verwenden werde und vielleicht auch, was es mit diesen Beutelchen auf sich hat und was da drin sein könnte. Dieses Geheimnis wird gelüftet und ich würde sagen, wir schauen mal gemeinsam rein. Das hier ist also mein Happy Flow Kalender, Feel the Spirit of the Year 2018. Ich finde ihn wunderschön, weil er haptisch einfach sehr, sehr schön gemacht ist. Die Schrift ist hier erhaben und das Goldene hier, was hier so glänzt, ist natürlich auch wunderschön. Das heißt, ich fasse den unglaublich gern an, deswegen mag ich den so sehr. Abgesehen davon hat er auch ein Lesebändchen quasi mit so einer pinkfarbenen Quaste dran. Finde ich irgendwie sehr nett und ja, habe ich ganz gerne. Jetzt gucken wir aber mal rein, wie das Ganze innen drin aussieht. Und dann, was ich sehr schön finde an dem Kalender, sind immer wieder so Übersichten. Das heißt Mood of January. Das heißt, dann steht hier immer was zu dem jeweiligen Monat. Hier auch immer Lyrics oder eine Köstlichkeit, also einen Tipp, was man so im Januar genießen könnte. Dann geht's los mit der Wochenübersicht. Und auf der rechten Seite ist dann Platz für Notizen zum Beispiel. Linke Seite ist immer in waagrechte Spalten eingeteilt, die Tage. Ich brauche nicht ganz so viel Platz für die einzelnen Tage. Ihr seht, dass ich am 4. Januar, nicht am 17., am 4. Januar um 17.30 Uhr bei der Sonja war. Sonja macht immer meine Haare, deswegen, da steht nicht Friseur, sondern Sonja. Und dass ich am 6. Januar im Neujahrskonzert war im Opernhaus in Nürnberg. Das ist ein Geschenk, das schenkt uns meine Oma meistens zu Weihnachten und das ist irgendwie ganz nett. Wir gehen danach immer noch essen. War das schon mal eine schöne erste Woche. Wie ihr aber seht, schreibe ich gar nicht so viel rein. Das ändert sich bei der nächsten Seite. Und zwar habe ich da alles eingetragen, was ich so den Tag über gemacht habe, während ich im Urlaub bin. Und ihr seht aber auch, dass es noch eine andere Variante von der rechten Seite gibt. Da steht nicht immer Notizen, sondern zum Beispiel steht hier auch erste Schneeglöckchen in einer Vase neben dem Bett erzählen vom Frühling. Genau, danach kommt wieder auf der rechten Seite eine Notizenseite. Und dann kommt zum Beispiel aber auch mal auf der rechten Seite Drink of January, Dream of Cinnamon. Da wird empfohlen, was braucht man dafür? Eine Zimtstange, drei grüne Kardamomkapseln, 1 cm frischen Ingwer, 1 Liter Wasser, 2 Teelöffel Honig und einen Schuss Sahne. Kann man sich also ein Getränk mischen und das ist hier immer ganz schön dargestellt. Wie ihr seht, geht es mit dem Februar genauso weiter. Auch wieder eine Doppelseite gestaltet für den Februar und dann eben auch mal hier einen Spruch und eine schöne Seite. Das ist so im Groben der Kalender. Und was ich euch jetzt noch dazu zeigen würde, ist, dass ich Monatsübersichten für mich selbst dazu gemacht habe, weil die eben hier in dem Kalender nicht drin sind. Mir aber, wie gesagt, dieser Kalender sehr gut gefällt. Ich habe mir diese Postkarte laminiert. Und zwar steht da drauf, Glück ist begegnen, der unverhofften Freude, dem Farbenspiel eines Regenbogens, der Erfüllung eines Traumes, dem Freund, dem Fremden, sich selbst, dem Lachen, der Liebe, dem Leben. Weil ich sowohl das, was draufsteht, als auch die Gestaltung dieser Karte wunderschön finde und auch finde, dass diese Farben super zu dem Kalender passen. Hinten drauf habe ich mir selber noch drauf geschrieben, Mut ist der Zauber, der Träume zur Realität werden lässt. Was aber hier jeden Monat dann drauf kommt, hier kommt dann immer eine Monatsübersicht drauf. In dem Fall jetzt zum Beispiel Februar, im Januar steht schon ein bisschen was drin, wollte ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Und dann steht hier unten eben der Februar. Die einzelnen Tage. Ich habe mir nirgends hingeschrieben, wo Montag und wo Sonntag und so weiter ist, weil ich, also immer bei mir fängt die Woche immer beim Montag an und hört immer bei Sonntag auf. Das muss ich mir nicht extra hinschreiben. Drumherum den Rahmen habe ich in der Farbe gestaltet, wie es auch in dem Kalender ist. Das heißt, dass es gut zusammenpasst und durch das Laminieren von dieser Postkarte klebe ich einfach mit Tesa oder mit Washi-Tape das hier oben hin und bin damit dann gerüstet und fertig für den Monat. Kann dann immer diese Übersicht hier reinlegen und habe in der Woche, die ich eben brauche, genau auch meine Übersicht für den ganzen Monat.
damit ich nicht nur weiß, was ist jetzt in der Woche und muss hin und her blättern, sondern kann auch auf diese Übersicht gucken und habe dann vielleicht einen besseren Überblick über den ganzen Monat. Aber wie gesagt, ich brauche nicht so riesig viel Platz, deswegen habe ich das jetzt mal so gestaltet und hoffe, dass ich so den Monat, nicht den Monat, das Jahr über ganz gut so damit zurechtkomme. Was jetzt natürlich noch ein bisschen fehlt, ist das Gestalten von dem Ganzen. Das heißt, ich wollte jetzt ein bisschen noch stempeln. Ich gucke mal eben, was ich dann mache und wie und was und wo. Und das seht ihr dann gleich. Was verwende ich für meinen Kalender? Hier seht ihr schon ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall fürs Stempeln verwende. Ansonsten verwende ich natürlich ein Lineal, einen Bleistift und einen Kugelschreiber. An Stempelkissen habe ich von Colorbox zwei Stück. Einmal in Black, einmal in Merlot. Das ist ein dunkelrot, weinrot, wenn man möchte. Und ein silbernes, das heißt, es ist ganz groß. Pretty Color nutze ich auch sehr gerne. Ich habe keine anderen Farben oder Stempelkissen da. Die nutze ich jetzt erstmal und gucke mal, wie weit ich komme, was ich so machen möchte. Und natürlich den Acrylblock. Die Clear Stamps aus dem Video von meinem Unpacking oder nicht oder doch, könnt ihr auf meinem Kanal gerne anschauen. Da seht ihr im Einzelnen etwas besser, was ich so gekauft habe oder bestellt habe. Ich rede ein bisschen drüber und ja, dann kommt ihr, denke ich, auch dahinter, was ich so alles verwende oder was ich so alles habe. Gut, wir fangen dann mal an. Wie ihr seht, stehen Hochzeiten an. Deswegen habe ich oben drüber Hochzeit gestempelt und drunter fünf Kreise gestempelt, um dort die ganzen Hochzeitspaare aufzuschreiben. Denn tatsächlich finden sehr großer Wahrscheinlichkeit nach 5 Hochzeiten statt. Zu 3 bin ich schon eingeladen und es gibt schon einen Termin. Die anderen beiden mal gucken. Ich bin sehr gespannt, ob die es noch hinkriegen, einen Termin zu finden oder ob das dann doch auf das andere Jahr verschoben wird. Ich habe mich jetzt entschieden und habe diese Krone mit diesem kleinen Herzchen nebendran als Stempel verwendet, um Geburtstage zu markieren und habe mir überlegt, in die Krone schreibe ich dann einfach auch noch den Namen mit rein. Das Ganze mache ich mit einem meiner momentanen Lieblingsstifte und zwar dem hier. Das ist der Copic Multiliner SP in 0,2. Ich habe den in 0,5 noch und noch in einer dünneren Stärke, 0,02 vielleicht oder 0,05, ich weiß es nicht ganz genau, aber in verschiedenen Stärken habe ich den und verwende den ganz gerne. Egal ob jetzt hier in den Planer reinzuschreiben oder auch mal in den Monatsübersichten, gerade da nehme ich den hier oder den dünneren ganz gerne, weil dann passt was in das Feld rein und dann ist es noch übersichtlich, ohne dass ich da 2 Buchstaben reinschreibe und das Feld ist voll. Das heißt, hier schreibe ich jetzt zum Beispiel im April noch mit rein. Am 7. April hat mein Zweikaninchen Geburtstag und deswegen kommt hier der Name Nala noch mit rein. Thank you.
Ihr habt jetzt gesehen, ich habe mir hier ein bisschen was vorausgeplant für Ende Januar, Anfang Februar. Vielleicht seht ihr auch das Video so spät, dass dieser Teil diese Woche überhaupt schon angefangen hat oder schon zum Teil vorbei ist. Ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, ich könnte das ein bisschen in den Kalender mit einplanen, wie ich das mit YouTube gestalte. Und zwar habe ich mir da überlegt, dass ich diese Klappe hier fürs Drehen nehme. Das heißt, dass ich mir hier daneben schreibe, was ich drehen möchte. Und das im besten Falle dann auch an diesem Samstag tue, dass ich vorher schon Anfang der Woche am Montag spätestens das Video schneide, deswegen eine Schere und bearbeite und hochlade. Am Dienstag dann das Video kommt, 18 Uhr, bisher wie gewohnt. Am Freitag wiederum auch wieder schneide das Video und am Samstag, dass dann das Samstagsvideo kommt. Ich hoffe, das klappt so und ich muss mal gucken, ob ich das so dabei belasse oder ob ich einfach das, was ich jetzt hier reingestempelt habe, in meinen YouTube-Planer vielleicht übernehme und dort nochmal einstempel und mir da eher die Übersicht gerade für YouTube belasse. Das weiß ich noch nicht ganz genau, deswegen mal schauen, wie ich das handhaben werde. Teste das jetzt mal in dieser Woche und sehe dann, ob das seinen Erfolg hat. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zum Planen sehen wollt hier auf dem Kanal, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Ich werde mal schauen, wie das sich machen lässt. Ich sehe gerade, jetzt fängt es an zu schneien draußen. Es ist auch ziemlich dunkles Licht, wie ihr vielleicht mitkriegt. Also kommt nur Licht von dieser Lampe, die hier steht, sonst wäre es hier noch dunkler. Schreibt mir doch gerne, was ihr für einen Kalender habt und wie ihr den so gestaltet, ob ihr da auch Stempel dazu verwendet oder lieber mehr mit Washi-Tape gestaltet oder gar nichts gestaltet oder nur reinschreibt oder reinkrakelt. Ich bin ja jemand, ich mag es immer ganz gern, wenn es einigermaßen ordentlich ausschaut, aber irgendwie ist es auch nicht schlimm, wenn es am Ende des Jahres etwas gelebt ausschaut, der Kalender. Schließlich kommt er am Anfang sehr unversehrt zu einem und man darf den ja ruhig ein bisschen gestalten und auch verwenden. Ich bin auf jeden Fall jetzt froh, ich habe euch ein bisschen was gezeigt und vielleicht, wie gesagt, schaut ihr beim nächsten Video auch wieder rein. Es geht hier jetzt eben nicht nur um Bücher, sondern eben auch manchmal um ein paar Planersachen, kreative Sachen. Und wenn ihr meinen YouTube-Planer sehen wollt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und gebt diesem Video einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid. Dann mache ich für euch auch noch ein Video zum YouTube-Planer. Jetzt wisst ihr, wie ich meinen Kalender gestaltet habe, zumindest den Anfang. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Ebenso, wenn ihr meinen Kalender für YouTube sehen wollt. Ich habe das bisher ähnlich wie Bullet Journaling in einem anderen Buch geführt und habe dafür alles selbst vorgezeichnet. Also wie gesagt, eher wie Bullet Journaling, um meine YouTube-Sachen zu sortieren bzw. zu planen. Das könnte ich euch auch zeigen. Ich weiß aber nicht, ob ihr da Interesse dran habt, deswegen schreibt mir das gerne oder wie gesagt, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Dann weiß ich Bescheid, dann drehe ich auch mal ein Video über mein Bullet Journal für YouTube. Das Ganze habe ich nämlich noch nicht, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, noch nicht aktualisiert und noch überhaupt nicht auf 2018 vorbereitet. Das könnte ich zum Beispiel mit euch machen oder euch zeigen, wie ich das Ganze dann eben blanko gestalte und dann eben eventuell auch fülle. Wenn ihr sonst noch Ideen, Wünsche, Anregungen habt in der Richtung kreativ, dann bin ich da natürlich auch gerne offen dafür und lese mir das sehr gerne durch. Vielleicht habt ihr auch selber einen Kanal oder einen Kalender, den ihr gestaltet. Das würde ich auch sehr gerne natürlich sehen, deswegen zeigt mir das auch gerne. Ich würde mich darüber freuen. Wenn ihr mögt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein und guckt ein Video, egal ob es um mein Buch oder um einen Kalender geht. Ich würde mich freuen und hoffe, ich sehe euch dann bald hier wieder. Tschüss!